Michelangelo hatte immer schon etwas Faszinierendes und jetzt hat er auch was Mystisches, genauso wie die katholische Kirche immer schon was von Verschwörungen hatte. Und ich habe jetzt die Autoren von Bozzetto bei mir, das ist Hermann Alexander Bayerle und Gert-J. Schneeweiß, so viele Namen muss ich selber immer noch mal spinksen, die sich seit einigen Jahren mit der Thematik des michelangeloschen Bozzettos, also der Vorplastik, dem Grundlage seines großen Gemäldes in der Sixtina, in der Sixtinischen Kapelle beschäftigt haben und da doch einiges zutage gefördert haben. Was genau können wir uns unter dem Inhalt Ihres Buches vorstellen? Das ist die schwierigste Frage, die man mir überhaupt stellen kann, weil was auf 600 Seiten steht, kann ich jetzt nicht in 20 Sekunden erzählen. Aber wir erfahren, wie Michelangelo diese Tafel geschaffen hat, diesen Bozzetto für die Ausmalung des jüngsten Gerichtes. Wir erfahren den Weg dieser Tafel quer durch die Geschichte Europas. Eine teilweise sehr blutige Spur, die er hinterlassen hat. Das Bild führt uns in das unter Nazi-Herrschaft stehende Paris der 40er Jahre. Es taucht Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre in der Schweiz auf. Wir haben eine Provenienzrecherche machen können bis heute ins Jahr 2014. Wir wissen sehr, sehr viel, nicht alles, aber sehr, sehr viel über diesen Bozzetto, über dieses Gemälde. Wir persönlich wissen, wir glauben das nicht, dass dieser Bozzetto magische Kräfte in sich vereint von Gut und Böse. Und der Leser glaubt es vielleicht auch, wenn er das Buch gelesen hat. Und magische Kräfte ist jetzt ein sehr, ja, sehr weitgreifender Begriff. Was genau wissen Sie, was das für Kräfte sind? Das sind die Kräfte von Gut und Böse. Es ist das, was die Welt bewegt und zusammenhängt. Es ist das Yin und Yang. Das eine kann ohne das andere nicht sein. Ja, also von dem Wort Magie können wir ja weggehen. Aber es geht um den Kampf zwischen Gut und Böse, um die Mächte des Guten und des Bösen. Und die haben wir beide erfahren und sowohl der Hermann Bayerle als ich auch. Wir wissen viel mehr, als wir dem Leser vermitteln können, sonst wird es ja zu fantastisch werden. Und das Buch spielt in der Zeit Michelangelos oder im Paris des Nationalsozialismus oder wann genau spielt das Buch? Das Buch beginnt damit, dass Michelangelo diese Tafel, diesen Entwurf schafft und führt uns eben, wie eben gesagt, schon in einem Weg über die Jahrzeiten. Die Ist-Handlung spielt aktuell 2013, 2014. Und das Schöne ist, unser Buch ist fertig, die Handlung läuft noch. Und ist das Ganze Fantasterei oder ist das wirklich Realität? Gibt es dieses Bozzetto wirklich? Ja, dieses Bozzetto gibt es. Das ist Realität. Wir haben das Bozzetto auch gesehen. Und das Bozzetto, meine Passion, nicht nur Wunsch, meine Passion ist, dass das Bild zurück in den Vatikan muss. Es muss nach Hause. Es muss nach Hause. Und wenn das tatsächlich so wichtig ist, zeigt die katholische Kirche Interesse, das nach Hause zu holen? Die katholische Kirche tut sich zurückhaltend natürlich zeigen, das ist logisch. Weil sie wollen ja nicht vorbrechen und sagen, wir wollen das zurückhaben im Vatikan. Es wurde ja schließlich 1560 ungefähr entwendet aus dem Vatikan und hat dann seine Reise außerhalb dem Vatikan angetreten. Die unrühmliche Reise, dass jeder, der das Bild besessen hat, Unglück erlebt hat. Das hat Morde gegeben wegen dem Bild, es hat Krankheiten gegeben, es finanziellen Bankrott gegeben. Also das kann man alles im Buch nachlesen. Das ist also das Buch ist so spannend, aber jede Station, die wir beschreiben, können wir auch belegen. Um nochmal auf das Gemälde an sich zurückzukommen, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass der Apostel Petrus und Johannes der Täufer auf den Bildern eigentlich gar nicht Johannes der Täufer und der Apostel Petrus sind. Nein, ja, das habe ich Ihnen erzählt. Das behaupten wir. Und ich freue mich darauf, dass wir das auch gestandenen Kunsthistorikern beweisen können. Und zwar vom
Sinngehalt der Aussage Michelangelos bis zu einem optisch-fotografischen Beweis, und wenn wir glauben, die Tradierung stimmt einfach nicht. Ja? Michelangelo hat zwar weltliche Personen dargestellt, das ist nie wahrgenommen worden von der, warum auch immer, von der Kirche, von keinem, und hat Kaiser Karl den V. und Clemens den VII. Anstatt der bekannten Apostel Petrus und Johannes dem Täufer da hineingemalt, erkennbar im Profil. Und die Morde, von denen Sie eben gesprochen haben, die rund um dieses Bozzetto passiert sind, kommen die auch im Buch vor? Ja, die kommen im Buch vor und sind auch belegte Morde, sind auch passiert. Aber das alles im Buch, ich möchte nicht zu viel erzählen, das ist eine spannende Geschichte. Es ist eine wahre Geschichte und trotzdem Roman, Roman und nochmals Roman. Aber auf jeden Fall auch was für Fans actiongeladener Bücher. Auf jeden Fall, es ist ein Thriller, er ist geladen mit Zündstoff, Sie werden sehen, es wird auch 1944 vorkommen, das Nazi-Regime wird eine große Rolle, spielt eine Riesenrolle, der Rechtsextremismus ist drin, es ist eigentlich alles eingepackt in diesem Buch, aber nachvollziehbar. Ja, und ich bin mir noch nie so sicher vorgekommen beim Interview. Wir sind hier flankiert von zwei Schweizer Gardisten. Steht es denn auch so gefährlich um Sie als Autoren, als Aufdecker dieser Geschichte? Nein, das denke ich nicht. Und wenn es so wäre, dann ist es auch wieder dann ist das Bozzetto schuld. Also sehen wir, das Ganze ist wirklich ein sehr, sehr actiongeladenes, reelles Buch und wirklich auch was für die Freunde von großem Abenteuer und energiegeladener Action. Wir haben auch noch etwas zum Verlosen. Und zwar das Buch, das Hörbuch und eine Bozzetto-Sekko-Flasche. Schreibt dazu einfach eine Mail an buchmesse2014@sfdonline.de mit dem Betreff Bozzetto bis zum 31. Oktober. Wenn ihr die Videos teilt, liked oder kommentiert, bekommt ihr jeweils noch einen Bonus los. Nennt daher eure abweichenden Social-Media-Namen.